Hallo und herzlich willkommen zurück bei My Time at Sandrock. Ja, heute geht's natürlich weiter. Heute habe ich die Aufnahme schon früher gestartet, weil ich natürlich heute leider dummerweise früher zur Arbeit muss. Naja, dann ist es halt so. Dafür muss ich dann aber am Wochenende länger arbeiten. Dummerweise. Aber das sollte uns nicht verwirrt machen, verrückt machen oder sonst sowas. Von Katori, wir lesen mal diesen Brief. Ich dachte, wir wollten uns im Blumenmond treffen. Ich schätze, du hast so viel zu tun und wurdest abgelenkt. Sag mir nächstes Mal Bescheid, ja? Oh, ja. Das ist natürlich ein bisschen unangenehm, aber Forschungszentrum haben wir fertig. Forschungsprozess ist jetzt fertig, beigefügt und sind deine Anleitung. Du kannst sie auf Fehler überprüfen, aber das wäre Zeitverschwendung. Ja. Genau, fortgeschrittene Werkbank erlernt. Sehr gut. Die Hauptquest besagt, zu Mr. Quee gehen. Und Handfußkoordinaten sagt auch zu Mr. Quee gehen. Würde ich ja gerne tun, aber ich habe nicht so viel Zeit für die ganzen Gespräche und bla und blieb und blub. Ja, Segeltücher, Chromstahlstange, Eisenspeer. Machen jetzt erstmal keinen Auftrag. Wir werden erstmal gucken, ob neue Rezepte verfügbar sind bei Jan. Reinige die Luft. Handelsgilde. Genau, Handelsgilde. Da wollte man reinschauen. Oh, neue Rezepte. Professionelle Sandfisch, Fisch, Chromlagerstahl, Granitfliesen, Klingen aus Manganstein, das hier und dies und jenes und bla. Alles gelernt. Gar kein Problem für uns. Wir gucken mal uns die Bewertung an. Ja, wir sind immer noch am ersten Platz. Wir können ruhig mal einen Tag auslassen und hier machen wir noch genau gucken nach Fehlern. Gefunden. So, jetzt wird es wieder schwieriger. Mit Glück nicht. La 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 la. Okay, Fehler gefunden. Sehr gut. Ging aber schnell. Oh, die Pistole. Eieiei, da ist eine dicke Delle drin. Und da ist eine Krümmung drin. Hallo? Ich sehe es doch bis hier. Jetzt. Oh, drei Fehler muss ich finden. Oh oh, wir haben schon zweimal daneben gehauen. Ah. Na Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich verkack's wieder. Ist hier irgendwie eine Delle oder sowas? Nee, ne? Keine Delle. Da ist ein Riss. Müssen wir auch zwei Fehler finden. Da. Öhrchen. Ihr habt bestimmt schon längst gesehen. Das sehe ich sofort. Da sehe ich es auch. Genau. Und den letzten. Tamtam. Tamtam. Hallo? Da sollen zwei Fehler enthalten sein. Ich sehe nicht mal einen einzigen. Oder ich bin einfach nur total blind. Ich bin mir nicht sicher. Ah, ist ein Riss. Einen zweiten Fehler. Bestimmt beim Vogel. Oder? Komm schon. Vogel. Seite. Gut, wir haben alles zu fast 100%. Sehr gut. Ich glaube, im nächsten Spieltag muss ich dann auch wieder dahin. So, wir gehen jetzt einfach mal zum Forschung. Na toll. Dankeschön, Spiel. Ach, Mian. Überarbeitest du dich? Ow, my back, my waist, my
Tibia. Ne, arbeite weniger. Oh. Might be time to cut back on the late night commissions. I passed out on the side of the road last night and now... Oh, no. I bet everyone saw me sleeping on the job. This is so embarrassing. Du solltest die nächtlichen Aktivitäten weglassen, ja? Thanks for catching me. If not for you, I might have broken a bone or something. Maybe I should go to the doctor. Don't worry, this lake still works. Kinda. I can make it to the clinic. Dann geh mal zur Klinik, wäre besser für dich. Wait, no. No time for health concerns. Was? I've got this commission here from Haiti that needs to be done ASAP. Well, warte. Lass mich das machen. Komm. Lass mich das. Lass mich das machen. Ja, ich mach das. Well, okay. It's just a normal bookcase. When you're finished, just take it over to Haiti for me. Now I have no excuse not to go see Dr. Fa- Ow! I bit my tongue. Okay. See ya. Oh. Helfen wir ihr mal, ne? Aber das machen wir also in der nächsten Folge, denn wir wollten eigentlich zu Mr. Qui gehen, zwei Quests erledigen. Einmal geht zum Forschungszentrum, ne? Hand-Fuß-Koordinaten und dann bringen die Probe zu Qui. Mal gucken, was zuerst angetriggert wird. Genau. Tanzen. Mhm. Rap-Dance, ne? Ein bisschen schwer für dich. Ich weiß nicht, warum das bei mir so hakelt. Ich habe keine Ahnung. Bitte keine Romanze. Was there an electrical leakage? Don't you feel it? Or maybe it's exercise fatigue? My neck, chest, calves or feel pretty sore. Why don't we just call it a day? Thanks for teaching me how to dance. This is truly an unexpected workout method. Okay, aber da ist noch ein... Fascinating. So this is the source of the canyon's pollution. Sie färbt einfach Leute grün, das ist alles. Sie ist gefährlich. Probier mal, es riecht gut. Das ist also die Quelle der Verschmutzung, kein Ernst. Was macht sie? Sie färbt einfach Leute grün. Ja, nur mal das erste. For cosmetic purposes. How daft. Genau, wie bescheuert. If I know what this goo is made of, I should be able to create an antidote of sorts. Something to neutralize the toxicity. Oh, das ist doch gut. That is, I assume, why you brought it here. I'm afraid this substance, despite its superficial function, appears to be rather complex. I may need a few days to analyze it. Bring me 10 data disks as well. Might speed along the work. Okay. Well, I'll get to it straight away. Ich kann dir jetzt schon... Brilliant! Ja. I've nearly cracked this substance already. It's made of glycerin, distilled water, but probably much more importantly, Clostridium perfringens extracts. It's, these data disks should be enough to fill in the gaps. I'll send you a solution soon, likely by tomorrow. Okay, gut. Warte auf einen Brief. Ja, das war schon alles und wir könnten mal die nächste Forschung beginnen. Wie zum Beispiel, was wäre wichtiger? Alles. Nehmen wir das. Gut. Nächste Forschung. Angeschmissen. Sehr gut. So. Das waren 10 Minuten. Da müssen wir noch warten. Oh, was kriegt man da? Leichtes Abenteueroberteil. Schwarzhemd, bequem, einfach und gut aussehend. Ja, sieht richtig gut aus. Wenn wir es fertig haben. So, jetzt noch hier ausgerastet. Bücherregal, ne? Drei Holzbretter. Mal gucken, ob wir das auf der Schnelle hinbekommen.
Schweiß rede sehr viel, sehr schnell und so. Manchmal verhaspelt man sich, ne, in der Sprache und dann ist alles gaga. So wie jetzt eben. Oh. So, wie sieht's hier aus? Oh, sehr gut aus. Das dauert ja noch ein paar Spieltage. Dann haben wir es. Sehr gut. Irgendwann werde ich es vergrößern. Ich glaube, hier Mitte der Tatsachen dann raufstellen alles. Immer hier Wasser einsammeln. So, Granit, ne? Hatten wir ja schon gemacht. Ach, hier. Jetzt haben wir Achat. Dreimal würde reichen für die Spitzhacke. Nein. Hier. Einmal veredeln. Blau. Sehr gut. Ja. Die behalten wir und sieht erstmal gut aus. Schon viel besser als vorher. So, leider kann ich jetzt keine Dungeon machen. Die würde jetzt zu lange dauern. Ich glaube, das mache ich lieber offscreen. Bin mir aber nicht sicher, ob ich das schaffe offscreen. Bezweifle ich ganz stark. Erstmal hier. Warte auf einen Brief. Die Aufträge machen. Ja, mal schauen. Kann ich einen Auftrag machen? Wäre natürlich Chromstahlstange oder Eisenspeer. Ich nehme erstmal Eisenspeer an. Das andere kann man ja immer noch machen. Ich weiß, ich soll hier mit den hochwertigen Sachen erst anfangen, weil man da mehr Bewertung auf der Werkstatt bekommt. Aber im Grunde genommen ist es egal, weil ich bin ja schon auf dem ersten Platz mit Vorrang, mit sehr vielen Punkten vorne. So, Eisenspeer. Oh, kann ich direkt machen. Ja, nice. Direkt mal herstellen lassen. Ja, und hier fehlen mir noch Rezepte. Schwierig. Essenstechnisch. Ja, komm. Machen wir auch noch. Das kostet ja nichts. Das kostet nur Sonne. Dünger können wir jetzt nicht. Farbe, Hundefutter und so weiter und so fort. Aus Quarz kriegt man auch diese Lapis Lazuli und Rosenstein. Würde ich gerne mal einmal machen. Und Fluorit. Und aus normalen Steinen, dann hole ich da Bluestein raus und Quarz. Werden wir so oder so benötigen. Dann schaue ich mal hier kurz rein. Genau. Hier bekomme ich Magnesium, Aluminium und Platte mit Aluminiumlegierung, industrieller Verarbeiter benötigt. Mhm. Ganz gut. Plastik ist klar. Und ja, das hier noch einmal. Einfach mal anschmeißen, weil wir es können. So, wie sieht es denn hier aus mit Segeltuch, genau. Kann ich da noch? Ja, brauche ich noch Jute, immer noch. Aber einmal kann ich schon herstellen. Welches Level ist das hier? 25. Ist sehr klein. 30. Gut, Level 30. Hör nicht. Und hier fehlen mir noch drei Bretter, die gerade gemacht werden. Dann kann man noch so ein bisschen warten, ne? Dann kann man hier eigentlich noch gucken, ob wir noch was anmachen können. Das hier wird immer benötigt. Magnesium-Chromziegel. Oh, das ist neu. Magnesiumerz und Chromerz. Ah. Manganstahl. Dann mache ich einmal. Chromstahl geht nicht, weil ich Chromerz brauche. Leider.
Aber einmal Magan-Steilstange kann ich ruhig herstellen. Wird ja immer benötigt. So, mal den Schrott aufgesammelt. Mal gucken, ob ich das schaffe, offscreen mal Sachen noch einzusortieren. Nicht nur die Dungeon machen, ne? Ich hab jede Menge Schnickschnack hier. Jetzt braucht man kein Fluorid mehr, ne? Aber man bekommt jetzt Fluorid. Aber ich würde gerne die ganzen Wiederverwerter wieder reinsetzen. Aber dann geht da zu viel Wasser drauf. Ein bisschen blöd. Aber okay. Aufwerten geht immer noch nicht. Nee. Ja, aus Chrom. Aus Chrom. Was haben wir? Wir haben doch alles aus Chrom, ne? Oder? Ja, aus Chrom. Oh, bis auf die Axt. Die ist noch aus Eisen. Ah. Mal gucken. Vielleicht können wir ja die Axt aus Chrom auch noch machen. Ne, versteinerter Holzstock und einen Schleifstein kriege ich zu kaufen. Aber ein versteinerter Holzstock fehlt mir. Mal schauen. Ein versteinerter Holzstock. Hier nicht. Aber hier vielleicht. Versteinerter Holzstock. Oh, kann ich einmal herstellen. Sehr gut. Dann schon mal für die Spitzhacke vorbereiten. So, und jetzt bauen wir erstmal dieses Bücherregal fertig. Dass er mir Pause gönnen kann sich, ne? Sehr gut. So, sprich mit Heidi. Dann let's go. Ja, Moment mal. Mit die Waffe, die wir hergestellt haben, muss ich ja auch den Auftrag annehmen, ne? Habe ich schon? Habe ich schon angenommen? Oh, ja. Habe ich schon angenommen, sehr gut. Jetzt brauche ich nur noch den Speer. Oh, sehr gut. Mit gute Werte. So, dann gehen wir mal hier bei Hugo vorbei. Heißt er so? Um so Schleifsteine zu holen. Genau, Schleifsteine hole ich alle. Den Rest brauche ich nicht. Ich glaube, es wäre soweit, dass ich mal sammle für die Rüstung. Kann durchaus passieren, dass ich dann höher level als die Rüstung an sich. Aber ich möchte unbedingt die Rüstung von den Ziviltruppen haben. Oh, ich muss hier ein bisschen aufpassen. Nicht, dass ich hier... ist sie oben oder unten? Sieht eher aus wie Kirche. Kirche? Ist Heidi in der Kirche? Nein, die läuft da. Sie war in der Kirche, okay. Thank you kindly, Builder. I've been quite looking forward to... Say, wasn't it Mian who took my commission? Oh, sie ist... So that's what happened. That's a real shame. Mian is always doing stuff like this. She should have just asked me. Okay. I have plenty of meds for this kind of situation. Here, take a few to her for me, will ya? Can't believe she was so bent on finishing this for me. Okay. Gebe ich ihr natürlich, indem ich noch den Auftrag ab... Pen, siehst du richtig gut aus. Hi. Nein, Bye. Nicht du. Mit dir wollte ich nicht reden. Siehst du richtig gut aus. Aha. Mhm.
Also, ne? Weh, du greifst die Stadt an mit deinem grünen Gesicht. Mach ich dich verantwortlich. Glaub mal. So, absummieren. Medikament vorbeibringen. Entschuldigung. Ach hier, der kleine Griffzwerg. Pebble. Mit denen sollte man dann reden, ne? Aber mache ich jetzt in dieser Folge nicht. Vielen Dank für den Kommentar und Tipp. Hey, how's it going? Oh, läuft ganz gut. Medicine? Ja. Oh, thanks. How'd the commission go? Did Haiti like it? Mhm. Great. How nice of her. But even with the medicine, Dr. Fain said, implied, I need to work half days for the better part of the month. Mal gleich mal fragen. I'm already starting stress. Warum so viel arbeiten? I don't know. That's just how I am. Almost everyone in my family is a successful builder, and it's just assumed that if we're not doing something productive, we're wasting time. Was hältst du davon, nachts zu schlafen und am Tage nur zu arbeiten? Das funktioniert genauso gut. Back when Elsie took my license, I mean, it was my fault for losing it, and I was letting everyone down by not taking commissions. My parents would be so disappointed if they saw me loafing around, letting my workshop rating stagnate. Du trödelst doch gar nicht. Hör auf, die Nachtschicht zu machen. Arbeite lieber am Tage. Das ist nicht gesund. Now, because I overworked myself, I'm going to get behind again. And it's even worse than last time. If I really spend half my time cooped up in my workshop for 2 weeks, I think I'm gonna go crazy. Warum nicht ein neues Hobby ausprobieren? Aber ich glaube, das wäre schwachsinnig. Ja, komm. Hobby? Ja. A hobby? Ja. Yeah. Now why didn't I think of that? Hobbies can be productive. You know, I've always kind of wanted to take up Zeke on his offer to do some greenhouse planting, but never had the time. Good idea. Mm-hmm. Thanks for all your help. Because of you, now I have medicine, no pending commissions, and a plan for my downtime. Was? I feel better already. Keine ausstehenden Aufträge, einen Plan für meine Auszeit. Ich fühle mich schon besser. Du solltest keine Nachtschicht mehr machen. Meine Meinung. Okay, you've spent enough time on me. You need to go back to doing stuff for yourself. Let's catch up again when I'm back to 100%. Okay. Ich hoffe es, aber keine Nachtschicht mehr, bitte. Lass es einfach. So. Ja, dann sage ich mal an der Stelle, das war's dann erstmal für diese Folge. Ne? Wir werden jetzt noch schauen, ob ich die Axt, also neue Axt bauen kann. Und dann mal schauen, ob ich die auch aufwerten kann. Die neue Chrom-Axt bauen wir natürlich. Genau. Einmal herstellen. Direkt blau. Sehr gut. Inventar. Und auswechseln. Somit haben wir jetzt auch eine Chrom-Axt, die dann auch ein bisschen mehr effektiver ist als alles andere. Gut, dann schaue ich mal, ob ich die auch aufwerten kann. Und wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Nein. Chrom-Axt. Okay, da brauche ich auch schon wieder Achat. Männliche Spitzhacke auch wieder Achat. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen in der nächsten Folge dann Achat sammeln. Achat. Katzenkratz-Axt. Ich weiß nicht. Die ist stark, ja. Ist von Rebecca designert. Ab Level 40. Vielleicht kann man ja... Nee, damit kann man nur Schaden verursachen. Oh ja, das wäre mega geil. Welche fährt Schaden ausrechnen? Yeah. Genug gefantert.
Ich sollte jetzt Feierabend machen, weil ich habe jetzt keine Zeit mehr. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass du hier eingeschaltet hast. Und wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren My Time at Sandrock auf meinem Kanal mehr zu verpassen. Ich bedanke mich, dass du hier dabei warst. Genauso viel Spaß hattest wie ich. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei Sandrock. Ciao mit V. Tschö mit Ö. Euer Dieselchen. Tschüss.